Liebe Freundinnen und Freunde, wir Grüne stehen ein Jahr vor unserem 40. Parteigeburtstag in einer Umbruchphase. Vieles dazu ist gesagt worden. Ich glaube aber, wir stehen vor der Phase unserer inhaltlichen, strukturellen Erneuerung. Und insbesondere die Aufgabe des politischen Geschäftsführers, der politischen Geschäftsführerin ist hier eine Aufgabe, die sehr genau prüfen muss, wo wir besser werden können und wo wir uns auch erneuern können, um dann die nächsten Wahlen wieder erfolgreich zu bestreiten. Und dafür bewerbe ich mich heute. Und Moment. Und wir haben heute viel gehört, dass wir Grünen gebraucht werden. Wir befinden uns in einer Phase, das wurde auch schon angesprochen, der Klimawandel schreitet voran und zerstört die Lebensgrundlage von Millionen. Europa steht am Scheideweg. Unsere offene Gesellschaft ist unter Beschuss. Und die Digitalisierung wird wahrscheinlich unsere Gesellschaft schneller verändern und grundlegender verändern, als wir heute auch nur ahnen. Und in dieser Phase, auch Robert hat es gestern gesagt, braucht es uns Grüne dringend. Und wir müssen da der Motor sein. Und ich möchte, dass wir diesen ganzen Fragen mit Mut begegnen. Mit dem Mut zur radikalen Rettung unseres Planeten, mit dem Mut, Europa zu verteidigen, mit dem Mut, uns dem Hass entgegenzustellen und mit dem Mut, die großen Zukunftsfragen in unserer Gesellschaft zu diskutieren. Diese Fragen müssen hier bei uns Grünen diskutiert werden. Keine andere Partei kann das so wie wir. Die SPD und die Linken sind verankert in der Industriegesellschaft wie kaum welche. Die FDP, von der würden wir uns, glaube ich, nicht wünschen, dass die diese Fragen beantwortet. Und die CDU hat keinen Anspruch daran, diese Gesellschaft zu verbessern. Wir Grünen müssen der Ort sein, wo diese Zukunftsfragen diskutiert werden. Und liebe Freundinnen und Freunde, damit uns das gelingt, müssen wir hier lebendiger Debattenort sein. Wir müssen ins Gespräch kommen miteinander und mit anderen. Und vor 40 Jahren wurde unsere Partei da auf dem Fundament der Basisdemokratie gegründet. Vieles haben wir seitdem erdacht, vieles haben wir auch verworfen. Aber der Anspruch bleibt immer, bei uns ist man Mitglied nicht, weil man gerne klatscht oder Waffeln backt am Wahlkampfstand, sondern weil man mitentscheiden will. Und dieser Anspruch gilt nach wie vor. Er galt für mich damals, deswegen bin ich zu den Grünen gekommen. Das hat mich immer begeistert. Und dieser Anspruch gilt heute für so viele wie noch nie. Wir sind mittlerweile über 13.500 Mitglieder. Diesem Anspruch müssen wir auch in Zukunft gerecht werden. Und dafür müssen wir die Möglichkeiten der Digitalisierung selbstverständlich nutzen. Vieles ist dazu angesprochen worden. Wir müssen es schaffen, dass man sich auch an LAG-Diskussionen beteiligen kann, wenn man nicht in Düsseldorf oder im Ruhrgebiet wohnt und mal eben zu Sitzungen kommen kann. Wir müssen mit Mitgliederbegehren und Mitgliederentscheiden auch den Themen die Möglichkeit geben, bei uns auf die Agenda zu kommen, die wir vielleicht momentan noch zu wenig sehen. Und wir müssen auch ganz analog besser werden und besser zuhören, sowohl außerhalb unserer Partei als auch innerhalb. Und wir müssen auch denen mehr zuhören, die zum Beispiel kommunal bei uns in den Räten, in den Ortsvorständen, in den Ausschüssen die alltägliche grüne Arbeit machen und das grüne Bild vor Ort prägen. Dafür möchte ich mich einsetzen. Beteiligung bedeutet für mich aber auch, eine politische Kultur zu prägen, die Streit und Widerspruch in unserer Partei als das erkennt, was es ist, nämlich der Motor unserer Debatten und die Schmiede unserer Position, und die mutig diese Widersprüche austrägt und auch hier auf der LDK austrägt, und die hier unsere Landesdelegiertenkonferenzen müssen das Zentrum dieser Debatte sein. Wir müssen hier der lebendige Debattenort sein, wo wir Zukunft denken, wo wir grüne Positionen finden und wo wir dann uns auf gemeinsame Positionen einigen, für die wir dann in den Wahlkämpfen streiten. Und gemeinsam streiten und kämpfen müssen wir. Uns stehen, ich sag mal mindestens, die Europawahl und die Kommunalwahl direkt bevor. Zu Europa haben wir viel gehört. Da ist es unsere Aufgabe, eben dieses Europa am Scheideweg zu verteidigen und auch eine grüne, von mir aus, Vision zu finden, wie unser Europa aussieht. Und da möchte ich mit euch allen, mit den Kandidatinnen und Kandidaten, aber insbesondere natürlich in den Wahlkämpfen vor Ort, mit euch anpacken, damit uns das gelingt. Dieses Europa braucht ein starkes grünes Ergebnis. Musik. 2020 steht dann die Kommunalwahl an. Die ist für uns alle sicherlich vielleicht die noch größere Herausforderung. Viele Vorbereitungen laufen da bereits bei euch in den Kreis- und Ortsverbänden. Und schon
zu unserem Gründungsparteitag war uns klar, global denken, lokal handeln war immer Teil unserer grünen DNA. Momentan leben wir das in über 1400 Mandaten vor Ort. Viele von euch sind vor Ort, Mandatsträgerinnen und Mandatsträger. Ich auch, und ich weiß deswegen, wie sehr es darauf ankommt, auf ein starkes grünes Ergebnis, wie viele grüne Herzensanliegen unmittelbar vor Ort von diesem Ergebnis abhängen, von Freiflächen und Straßenbäumen über Frauen in Räten und Verwaltungsspitzen bis zum Nahverkehr und Radwegen. Dafür lohnt es sich zu streiten, und deswegen möchte ich mit euch im Kommunalwahlkampf kämpfen um jedes einzelne Mandat bei euch vor Ort. Und ich weiß dabei, dass kein Wahlkampf alleine von der Landesgeschäftsstelle aus gewonnen wird. Durch 12 Jahre Kreisgeschäftsführer in Herne weiß ich aber auch, dass es die Arbeit vor Ort sehr erleichtert, wenn man eine gute Unterstützung vom Land bekommt, wenn man zum Beispiel frühzeitig und leicht anpassbares Material bekommt. Insbesondere zur Kommunalwahl wird das entscheidend sein, weil ihr vor Ort ja die Themen für die Kommunalwahl selber setzt. Und hier möchte ich, und das ist mein Versprechen an euch, euch bestmöglich unterstützen. Und damit uns das alles gelingen kann, müssen wir kampagnenfähig sein. Dies bedeutet für mich zum Beispiel, dass wir unter den erschwerten finanziellen Bedingungen unsere Landesgeschäftsstelle sichern und weiterentwickeln müssen. Und dass unsere Landesgeschäftsstelle ist nicht nur ein schickes Gebäude in Düsseldorf, sondern das sind in erster Linie unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, unser Erfahrungsschatz, auf dem diese Partei beruht, unser Maschinenraum, unsere Serviceagentur für die Kreisverbände. Die möchte ich sichern, weiterentwickeln und mit euch vor Ort dazu beitragen, dass sie leistungsfähig spätestens zur Kommunalwahl ist, um euch vor Ort bestmöglich zu unterstützen. Liebe Freundinnen und Freunde, oh, das Licht geht an. Ich weiß, wir müssen uns selbst erneuern, wir müssen zukunftsdenken, wir müssen Wahlen gewinnen. Dies alles kann uns nur gemeinsam gelingen. Mit euch in den Kreis- und Ortsverbänden, mit den LAGen, mit den Kreisgeschäftsführerinnen, Kreisgeschäftsführern, mit unserem Team im Landtag, im Bundestag, der Grünen Jugend und natürlich im Schulterschluss mit dem Bundesverband. Ich bewerbe mich als euer landespolitischer Landesgeschäftsführer, weil ich in einem starken Team im neuen Landesvorstand genau daran arbeiten will. Und kaum ein Amt ist dabei so sehr auf den Input von euch angewiesen wie das der politischen Geschäftsführung. Deswegen bitte ich euch schon jetzt darum, bitte meldet euch, bringt alle Anliegen, die ihr habt, an mich heran. Nur so kann man diesen Job machen. Und ich bitte euch, ich bin auf den Austausch mit euch angewiesen und ich bin auf das Vertrauen von euch angewiesen. Und da möchte ich euch jetzt um einen Vorschuss, um dieses Vertrauen bitten. Danke sehr.